Dieser Bursche, der arbeitet jetzt für uns. Hallo liebe Freunde und damit herzlich willkommen zurück hier bei uns an der Oberen Mühle in Niederorf. Autark durch Wasserkraft oder weitgehend autark durch Wasserkraft. Das war für uns in der Vergangenheit eigentlich mehr so eine fixe Idee, aber heute ist es unter anderem durch viel Arbeit eben auch Realität geworden. Ich wollte heute mal so ein kleines, kompaktes Video zum Thema Wasserkraft, Energie aus Wasserkraft machen. Es gibt ja viele neue Zuschauer hier auf dem Kanal und ich bekomme auch öfter mal die Anfragen, was kann denn eine Wasserkraftanlage eigentlich so, wie funktioniert die und so weiter. Ich habe kein richtig gutes Video gefunden, das ich zu dem Thema verlinken kann. Deswegen habe ich mir gedacht, auch wenn es vielleicht einige schon gesehen haben, wie das hier funktioniert, nehme ich trotzdem mal die Gelegenheit beim Schopfe und zeige es nochmal für alle. Bevor wir uns jetzt darum kümmern, wie wir hier aus dem Wasser Strom gewinnen, vielleicht mal ganz kurz zum Objekt. Wir befinden uns hier auf der Obermühle in Niederorf. Die Obermühle in Niederorf wurde das erste Mal namentlich urkundlich als Obermühle erwähnt im Jahr 1489, nicht namentlich im Jahr 1200. Zugehörig hier oben 100 Meter Luftlinie entfernt zur Niederorfer Burg. Die mussten das natürlich auch so bauen, dass sie, wenn die hier oben ein paar Soldaten hatten, dass sie ihr Infrastruktursystem beschützen konnten. Früher war das ja wichtig. Ohne die Mühle hätten die ja wahrscheinlich kein Brot backen können. Ne? Hier die Urf an sich, der Fluss. Hier waren viele Mühlen ansässig. Ein Stück weiter das Urftal rauf ist der Ort Bergfreiheit. Wir sind ja hier Gebrüder Krimregion und aus Bergfreiheit, so sagt man, soll das Schneewittchen-Märchen kommen. Da gab es tatsächlich echte Zwerge und die haben da oben vornehmlich Kupfererz abgebaut. Hier an der Urf gab es viele Mühlen, vornehmlich Hammermühlen, aber natürlich auch Getreidemühlen. Und die Geschichte der Wassermühlen hier im Urftal, die geht eben schon in fast sagenhafte Zeiten zurück. Also hier wurde schon im Mittelalter durch Wasserkraft Erz verarbeitet. Und hier im Mühlbachbett kann man immer noch die alten Schlaggebrocken finden, die von der Verhüttung, der Verhüttungsprozess war damals noch nicht so effektiv, übrig geblieben sind. Das sind oft so blau oder manchmal auch grün schimmernde kleine Steinchen, wo man eigentlich gleich sieht, dass die irgendwie besonders sind. Aber ich dachte früher immer, das wäre so eine Art Quarz, bis ich mich damit dann mal ein bisschen näher beschäftigt habe und rausgefunden habe, dass es sich hier tatsächlich um Rückstände der Kupferverhüttung handelt. Hier eine lange Geschichte der Wasserkraftnutzung im Urftal gibt. Also über 1000 Jahre sind hier schon Mühlen im Einsatz und nach verschwinden diese. Wir haben uns hier diesem Standort angenommen und haben der alten Wasserkraftanlage neues Leben eingehaucht. Die Wasserkraftnutzung hier bei uns in den Mittelgebirgen, die funktioniert durch Höhenunterschied. Das Wasser hier im oberen Graben hat eine höhere potenzielle Energie als das Wasser hier unten in dem niederen Graben, in dem tieferen Graben. Hier handelt es sich um den alten historischen Flusslauf. Die Urf hat sich über Jahrmillionen in das Flussbett eingegraben. Dadurch kommt ein tiefer Kehlgraben zustande. Die Altvorderen, die haben jetzt nach und nach alles in Handarbeit so umgestaltet, dass sie den eigentlich tief eingegrabenen Flusslauf Stück für Stück nach und nach, je nachdem wie die Geländeprofile das erlaubt haben, hier zu diesem Obergraben umgestaltet haben. Und heute ist es eigentlich kaum mehr nachvollziehbar, wie der tatsächlich echt alte Flusslauf aussah, weil eben hier durch diese lange Tradition der Wasserkraftnutzung
viel am alten, natürlich entstandenen Gewässer verändert worden ist. Zum Betrieb einer Mühle gehört auch immer ein Fischaufstiegsgraben. Den haben wir hier im Zuge der Reaktivierung der Wasserkraftanlage fischdurchgängig gestaltet. Und so kann unsere Mühle und die nachgeschaltete Mühle umwandert werden. Und die Fische können über diesen Bypass die Orf weiter aufwandern. Einmal im Obergraben angekommen, wird das Wasser durch den Obergraben zu unserem historischen Wasserrad geleitet, mit dem wir dann unseren Strom erzeugen. Bei uns hier im Auwald finden sich viele alte, wunderschöne Robinien. Die Robinien, die sind hier bei uns in der Region, lasst mich nicht lügen, so um 1700 eingeführt worden. Erst als Zierhölzer, weil sie wunderschön blühen oder auch einen wunderschönen Honig abgeben. Aber man hat dann auch schnell gemerkt, dass Robinien auch ein richtig tolles Holz abliefern, das für die Müller extrem wertvoll war, denn die waren mit ihren wasserbaulichen Anlagen natürlich auf Hölzer angewiesen, die mit diesen rauen Witterungsbedingungen umgehen konnten. Und so finden sich eben diese wunderschönen Robinien heute bei uns hier im Auwald, damals als Rohstoffquelle für die Müller, heute als Nektarlieferanten für unsere Bienen. Hier kurz vorm Wasserrad trifft der Obergraben auf die ersten baulichen Anlagen der Mühle. Das ist zum einen der Wasserradschieber und der Leerschussschieber. Mit dem Wasserradschieber kann ich das Wasserrad abschieben, sodass kein Wasser mehr zum Wasserrad vordringen kann. Mit dem Leerschussschieber, das ist quasi ein Bypass, wenn ich den aufmache, dann bringe ich das Wasser vom Obergraben zurück in den eigentlichen Flusslauf der Orf, ohne dass das Wasser eben zum Wasserrad gelangen kann. Und ich bin somit in der Lage, das Wasserrad abzustellen und im gegebenen Fall eben Reparaturarbeiten durchzuführen. Der Leerschuss hat auch noch eine zweite Funktion. Wenn mal im Rahmen eines Hochwassers zu viel Wasser hier zu uns zur Mühle gelangen sollte, dann schlägt der Leerschuss dieses Wasser, was zu viel ist, ab, sodass unser Mühlrad in dem Fall nicht überlastet wird. Das machen die Schieber automatisch. Hier sind Ultraschallsensoren dran, die machen immer einen Ping aufs Wasser, überwachen die Laufzeit von dem Schallsignal und die Laufzeit des Schallsignals ist die Referenz für die Wasserhöhe. Je kürzer die Laufzeit ist, desto höher ist der Wasserspiegel, ja, weil wenn ich hier den Schall aussende, der wird reflektiert vom Wasser und kommt immer wieder zurück zum Sensor und je höher das Wasser steigt, desto langsamer ist die Laufzeit. Das muss man nur vernünftig auswerten, dann weiß man, wie hoch das Wasser ist. Und dann kommt der Automatisierungstechniker her und macht ein Regelungsglied, das den Wasserstand möglichst auf einem maximalen Level konstant hält. Einmal am Rad angekommen, wird das Wasser vom Obergraben über das Gerinne in das Wasserrad geleitet. Wir haben uns hier für ein historisches Wasserrad entschieden. Das Wasserrad, das wir hier vorgefunden haben, das war leider total kaputt. Jetzt viel Arbeit und viel Mühe gekostet, das Wasserrad wieder neu zu erschaffen. Wir haben uns hier für die Neuinstallation eines Wasserrads nach historischem Vorbild entschieden. Eine Turbine wäre für uns nicht in Frage gekommen. Das alte historische Wasserrad, in dem Fall ein oberschlächtiges Wasserrad, ist hier schon über viele Jahrhunderte in Betrieb gewesen und hat meiner Meinung nach auch viele Vorteile gegenüber der Turbine. Der Wirkungsgrad ist tatsächlich etwas schlechter als bei einer Turbine, aber dafür ist es praktischer, praktikabler, denn auch wenn viel Laub, wie jetzt im Herbst, oder auch Treibholz hier zur Mühle kommen, dann kann das einfach übers Rad weggehen. Auch hat man mit Vereisung zwar am Rad Probleme, aber Rohre, wie bei einer Turbine, die dem Frost ausgesetzt sind, gibt es hier nicht. Und die können dann hier auch dementsprechend nicht platzen. Zudem finde ich, ist es so, dass es das historische Erscheinungsbild der Mühle unterstreicht. Und ich freue mich immer, wenn ich das Rad sehe, wenn ich nach Hause komme und sich das Rad dreht.
Im Dunkeln habe ich es jetzt auch so ein bisschen beleuchtet und ja, für mich ist das Rad ein ganz wesentlicher Bestandteil hier von unserer historischen Mühle und ich freue mich immer, wenn es sich hier für uns dreht. Aber das Rad dreht sich nicht nur, es erzeugt für uns auch regenerativen Strom. Das funktioniert durch Kraft am Hebelarm. Das würde ich euch mal mit diesem Eimer mit Wasser demonstrieren. Das Wasser, das wird durch den Obergraben in die einzelnen Kammern des Rades geleitet und hat natürlich hier eine gewisse Gewichtskraft. Anders als man vielleicht denkt, funktioniert das Rad nicht durch Strömung, sondern nur durch die Kraft am Hebelarm. Das heißt also, die Gewichtskraft, die sich hier in den Zellen befindet, die ziehen an meinem Hebelarm und der wird nach unten geleitet. Jetzt kann man sich natürlich auch vorstellen, dass je mehr Wasser in dem Eimer drin ist, desto früher wird sich das Wasser bei seinem Weg nach unten aus dem Eimer entleeren. Und deswegen ist es hier eben ganz wichtig, darauf zu achten, dass das Rad eine bestimmte Geschwindigkeit hat, dass die Zellen quasi nicht zu lange unter den Wasserstrahl gehalten werden, damit die Kammern nicht zu voll sind. Denn je mehr Wasser vor dem unteren Scheitelpunkt aus dem Rad herausgeleitet wird, desto weniger Kraft wirkt an meinem Hebelarm und desto weniger Kraft steht unserer Anlage zur Verfügung. Die Leistung am Rad ist ein Produkt aus Drehmoment und Drehzahl. Da haben wir einige Testreihen gefahren. Ich kann natürlich einmal die Drehzahl erhöhen, was zu einer höheren Fliehkraft im Rad führt. Dadurch wird natürlich das Wasser auch irgendwann aus den Zellen rausgetrieben. Wenn ich das Drehmoment erhöhe, das ist eben die höhere Füllung. Das habt ihr am Eimer gesehen. Je voller ich die Kammer mache, desto schneller läuft das Wasser raus. Und für jede Wassermenge gibt es nur einen einzigen optimalen Arbeitspunkt. Und hier haben wir dann auch ein bisschen Innovation walten lassen. Wir haben es nämlich nicht so gemacht, wie man es früher gemacht hat, dass man das Rad einfach über einen normalen Generator ans Netz gekoppelt hat. Sondern wir haben noch ein bisschen Intelligenz dazwischen gepackt, der das Wasserrad immer im optimalen Arbeitsbereich hält. Die Kraft vom Wasserrad wird über die Wasserradwelle in ein Getriebe eingeleitet. Das ist ein Kegel-Stirnradgetriebe, das wiederum über einen Riemenantrieb mit einem Synchrongenerator verbunden ist. Hier ist es wichtig, an dieser Stelle zu erwähnen, dass wir uns für einen Synchrongenerator entschieden haben, denn dieser Synchrongenerator, der ist für unsere weitere Verarbeitung des Stroms wichtig, denn wie ich euch eben gesagt habe, haben wir hier ein bisschen Innovation walten lassen und haben den Strom vom Wasserrad über Windkraftwechselrichter ins Netz gespeist. Hier im hinteren Bereich befindet sich die alte historische Wasserkraftanlage. Das ist so ein kleines Projekt von mir, an dem ich gern arbeite, um zu verstehen, wie die alte Technik funktioniert hat und aber auch, um die alte Technik für zukünftige Generationen erhalten zu können. Die Wechselrichter, die ihr hier hinter mir seht, hier in unserem Technikraum, die speisen den Strom, den wir durch die Wasserkraft erzeugen, netzkonform ein. Das hat für uns mehrere Vorteile. Zum einen ist es so, dass wir für das EVU eine ganz normale Photovoltaikanlage sind, denn das sind ja eigentlich umgerüstete Wechselrichter von der Firma SMA, die bei Photovoltaikanlagen eingesetzt werden. Zum anderen ist es so, dass diese Wechselrichter unser Rad immer im optimalen Arbeitsmoment halten können. Hier sind Betriebskennlinien hinterlegt, die dieses Produkt aus Drehmoment und Drehzahl für uns immer optimieren. Die halten das Wasserrad immer im optimalen Arbeitsbereich und so können wir mit dieser Anordnung ungefähr dreimal so viel Strom erzeugen, als wenn wir über das Wasserrad konventionell über einen Asynchrongenerator, wie das früher ja oft gemacht wurde, Strom erzeugen würden und konnten für uns unsere Unabhängigkeit, aber auch die Wirtschaftlichkeit der Anlage drastisch erhöhen. Hier bei uns im Zählerschrank, da ist ein sogenannter Zweirichtungszähler verbaut. Und dieser Bursche, der arbeitet jetzt für uns. Man sieht hier unten, dass wir jetzt ungefähr 1,3 kW
netto einspeisen. Das heißt, unser Strom, den wir hier im eigenen Haus verbrauchen, der wird von der Leistung der Wasserkraftanlage, die jetzt momentan bei netto ungefähr 3 kW liegt, abgezogen. Und jetzt speisen wir so zwischen 1,3 und 1,5 kW in das Erzeugernetz ein. Und diese Leistung, die bekommen wir derzeit für 12,57 Cent vergütet. Ich bin schon oft gefragt worden, ob sich für uns ein Batteriepuffer lohnt. Wir schon mal über den Einsatz eines Batteriespeichers nachgedacht haben. Wir haben hier ein Wasserrad, was uns 24 Stunden am Tag Leistung zur Verfügung stellt. Das Wasserrad funktioniert gerade in der dunklen Jahreszeit noch besser als im Sommer, weil da natürlich mehr Wasser vorhanden ist. Wenn die Blätter von Bäumen runter sind, dann merkt man gleich, dass das Rad viel effektiver läuft, denn die vielen Bäume hier am Ufer, die ziehen natürlich viel, viel Wasser. Ich denke mal 100 Liter Wasser zieht so ein Baum am Tag aus dem Flussbett raus. Und das macht sich natürlich ordentlich bemerkbar. Wenn das Laub runter ist, geht die Leistung hoch. Dann geht mal meistens auch die Sonne aus. Das heißt also, wir haben hier jahreszeitlich bedingt dann viel Dunkelheit. Aber dann ist es eben so, dass gerade in der dunklen Jahreszeit die Kleinwasserkraftanlagen viel Strom liefern. Das tun sie rund um die Uhr. Unsere Wasserkraftanlage irgendwo zwischen 100 Watt und 12 kW. Ich habe hier Maschinen wie die Putzmaschine, den Baukran, das Mobilsägewerk oder auch meinen Holzspalter. Die liegen so im Anschluss Leistung zwischen 5 und 7,5 kW. Wenn das Wasserrad die Leistung zur Verfügung stellt, dann nehme ich die Maschinen in Betrieb und kann zum Beispiel mein Brennholz sehr, sehr effektiv durch Nutzung von Wasserkraft spalten. Trotzdem ist für mich zukünftig auch die Nutzung von Solarenergie denkbar. Ich würde gern hier auf dieser Scheune eine 20 kW Photovoltaikanlage installieren. Da ist es natürlich mit den Vergütungen nicht ganz so gut, aber ich denke, regenerative Energien muss man nutzen, wo sie anfallen. Und hier habe ich eben ein schönes Scheunendach zur Verfügung. Hier bin ich noch mal ein bisschen gespannt drauf, wie ich diese Kombination aus Wasserkraft und Photovoltaik hinbekommen werde. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat unser kleiner Ausflug hier in die Welt der Kleinwasserkrafterzeugung oder Kleinwasserkraftstromerzeugung gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, passt auf euch auf, bleibt gesund. Schaut mal bei Stefan, bei Bungi81 vorbei, natürlich auch bei all meinen anderen Freunden, die ich hier unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Kommt wieder zurück hier zur Obermühle. Hier gibt es ja immer spannende Abenteuer. Ich verbleibe von hier mit schönen Grüßen von der Mühle. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüssi. Ciao.